Es geht um den Freund vom Rollstuhlfahrer, Peter Douglas. Douglas? Er war der Wissenschaftler, der den Unfall verursacht hat. Ich habe ein paar Unterlagen gefunden, aus denen hervorgeht, dass er zusammen mit Archie Benson gesessen hat. Sie haben sich eine Zelle geteilt? Ja, die beiden Fäden laufen im Gefängnis zusammen. Beim ersten handelt es sich um die Opfer, die Juroren aus Bensons Verhandlung? Und beim zweiten sind es die Mordwerkzeuge. Ein Behinderter fertigt sie auf Bestellung. Glauben Sie, Douglas hat sie bestellt? Vielleicht. In diesen Akten steht, dass er 2002 entlassen wurde. Und der erste Mord wurde 2003 begangen. Der erste Mord hat hier stattgefunden. Hier in dieser Stadt. Sie haben mit dem Pfarrer gesprochen? Ja. Er hat mir von einem Polizisten erzählt, der einem Sterbenden nicht geholfen hat. Das ist nur ein Gerücht. Sie hatten vom ersten Augenblick an mit diesem Fall zu tun. Und Sie haben diese Information zurückgehalten. Es steht kein Wort darüber in der Akte über Cartman. Finneys Mörder hat keine Spielkarte am Tatort zurückgelassen. Aber er hat eine Herz 2 in seinen Grabstein geritzt. Haben Sie das nicht gewusst? Ich glaube, Sie sollten mir einiges erklären. Der Hausmeister hat Ihnen die Tür vor der Nase zugemacht. Also sind Sie hier eingebrochen, oder? Sie sollten es am besten wissen, dass man manchmal die Regeln beugen muss. Das ist kein Beugen. Das ist Brechen. Warum? Weil Richter Wolsey verschwunden ist. Wir müssen ihn retten. Sie handeln im Geheimen und allein. Sie lehnen meine Unterstützung und die des restlichen FBI ab. Es geht nicht um Wolsey. Warum dann? Ich habe mich gefragt, wie der Mörder an Informationen über die FBI-Operationen gekommen ist. Und? Die naheliegendste und dabei doch schwierigste Antwort ist, er ist selber ein FBI-Agent. Das ist absurd. Solche Dinge passieren. Ich habe es auf die harte Tour erfahren. Sie werden paranoid. Nein, ich glaube, Sie waren es, Dick. So leid es mir tut. Es ist nicht sicher, ob der Polizist den sterbenden Finney gefunden hat. Er hätte die ganze Zeit da sein können. Aber das Motiv, Nicole. Kommen Sie. Das Motiv. Erklären Sie es mir. Sie wollten die Tochter des Pfarrers von ihrem brutalen Ehemann befreien. Verdammt! Glauben Sie wirklich, ich bin Cartman? Das passt einfach nicht. Sie haben das erste Opfer sterben sehen. Und dann waren Sie als FBI-Agent mehrmals an den Tatorten. Sie waren immer nah am Fall dran und haben nicht zugelassen, dass jemand anderes ihn übernimmt. Ja. Wer weiß, vielleicht waren Sie es, der Nick ausgebotet hat. Sie waren noch näher an den Opfern. Heißt das dann, dass Sie auch beschuldigt werden können? Ich habe nicht in das Gerichtsarchiv eingebrochen. Ich bin sicher, Sie sind hier, um Ihre Spuren zu verwischen. Das reicht. Übertreiben Sie es nicht. Und dann sind da noch die Initialen, die Finney in den Boden gekratzt hat. D.P. Dick Perry. Hören Sie zu, Partner. Ich habe eine wichtige Spur in diesem Fall gefunden und habe es eilig. Wenn Sie mich begleiten wollen, in Ordnung. Andernfalls gehen Sie mir aus dem Weg. Richard Perry. Ich verhafte Sie als Mitglied einer Verschwörung, die zum Ziel hat, mindestens 6 Leute zu töten und wegen Einbruchs. Drehen Sie sich um, damit ich Ihnen Handschellen anlegen kann. Oh, jetzt wird's spannend. Oh, Nicole! Hinterher! Boah, das Schwein, das sind wir doch. Nicole, du hast keine Winterreifen drauf. Oh, Nicole, das musst du verantworten. Jetzt ist Dick tot. Nicole, er hat mich erpresst. Douglas? Ich muss ihn kriegen. Ich erledige das. Ja, immer das. Schön anschneiden, sagen Dick. Sie mir, wo... Willst du jetzt noch Licht leben? An der Küste. Noch lebst du ja, aber bald nicht mehr, schätze ich. Dick ist gegangen. Adieu, Partner. Ich muss Richter Wolsey vor dem Mörder retten. Ja, adieu, Partner. Tschüss. Naja, was soll's. Dick ist gegangen. Er war ja schon immer ein bisschen merkwürdig.
Es sieht so aus, als ob der Leuchtturm unerreichbar wäre. Ich müsste den Felshang und die eiskalte See überwinden. So, und ich werde hier nochmal kurz pausieren, weil dieses ganze Gesabbel da von den Leuten hat mich doch ein bisschen ermüdet, fast schon, möchte ich sagen. Ich braue mir mal kurz einen schön starken Kaffee und dann gehen wir in die letzte Runde, denn ich weiß, das hier ist definitiv die letzte Hauptlocation des Spiels und dann haben wir es auch bald geschafft. Also, bis gleich. Und ich bin zurück. So, und wir wollen jetzt dieses knifflige und doch etwas langwierige Abenteuer mal endlich zum Abschluss bringen. Denn wie ich gerade bereits gesagt habe, sind wir jetzt hier bei der letzten amtlichen Location des Spiels sozusagen. Dem gruseligen Leuchtturm, der hier mitten in der tosenden See steht. Hier ist noch eine kleine Hütte und da ein untergegangenes Fischerboot, was keinen zu interessieren scheint so richtig. Möchte ich mir erstmal anschauen hier, das Fischerboot. Vielleicht können wir da noch jemanden retten oder Gold heben. Das muss hier gefährlich sein. Glaube ich nicht, das sieht sehr friedlich und freundlich hier aus. So, kommt man hier irgendwo weiter zur Klippe, okay. Ein altes Fort. Aus dem 19. Jahrhundert, schätze ich. So, das ist ein ganzes Fort, nennt sich das. Für mich ist es einfach ein Leuchtturm. Ach, der ist noch ein bisschen verraten. Ein Leuchtturm. Dort versteckt sich Cartman. Die Hütte steht genau an der Kante der Klippe. Naja gut, dann gehen wir doch mal zu dieser Hütte, weil irgendwie müssen wir ja hier rüberkommen. Ah ja, und hier ist eine Seilbahn. Die können wir wahrscheinlich noch nicht benutzen, ne? Die Gondel scheint ziemlich geräumig zu sein. Ja, das ist eine Luxusgondel, das sieht man direkt. Ich könnte mit dieser Gondel in das Fort gelangen, wenn nur der Motor funktionieren würde. Das dachte ich mir doch schon. Also würde ich sagen, gehen wir erstmal in die Hütte rein. Wenn die nicht abnehmen, die kann man direkt betreten sogar. Was haben wir denn hier? Metallabdeckung. Eine Maschinenabdeckung in der Ecke. Ah, hier liegt noch was. Eine Mutter. Jemand hat eine Mutter hier gelassen. Aber meine Mutter ist es nicht. Die würde niemals in so gammligen Hütten abhängen. So, was haben wir denn hier noch? Ein Riss im Boden. Ein Brett können wir noch hier an uns nehmen wahrscheinlich. Jemand ist auf die Bank gestiegen und hat das Brett durchgebrochen. Angelspule. Auch alles her damit. Kaputte Angelspule. Und ein Schwungrad. Das muss das Schwungrad des Motors sein. Ah ja, okay. Hier ist noch eine alte Wand. Ja, hier ist noch ein alter Anzug, wollte ich sagen. Und eine alte Jacke, aber die können wir nicht begutachten. Motor. Nun, ich schätze, mir wird niemand helfen. Den Motor muss ich schon alleine anlassen. Den kannst du ja nicht mehr fragen. Den hast du ja da mit der wilden Verfolgungsjagd auf dem Gewissen hier, Nicole. Zylinderkopf. Gott, das ist ja... Ein Schaft können wir an uns. Das geht nicht. So, einfach mal alles einsacken. Hier können wir hier schon das Rad anbringen? Ja. Aber auch wieder abnehmen. So. Na, lassen wir es mal dran am besten. Treibstofftank. Sitzt fest. Ich werde das nicht mit bloßen Händen abschrauben. Da haben wir doch bestimmt was für, ne? Na, die Sachen hier mal anschauen. Die Abdeckung ist wie eine Badewanne geformt. Ah ja. Mit einem Loch drin. Das Loch in der Abdeckung ist normal. Ja, ich dachte schon, das wäre reingerostet. Gut, dass du es nochmal sagst, Nicole. Kriegen wir diesen Deckel hier ab? Obwohl, schauen wir uns erstmal die Mutter an. Sie hat Flügel, ist also auch ohne Schlüssel zu gebrauchen. Das passt nicht. Hm. Ich dachte, den würden wir vielleicht damit abbekommen. Vielleicht mit einem Brett abstemmen? Da wird nichts passieren. Nein. Okay. Ein Stück eines Bretts von der Bank. Nichts Besonderes. Etwas Angelschnur ist noch auf der Spule.
wir die abholen jetzt, oder? Immer noch flexibel und ziemlich stark. Ganze Spuren ja, okay. An die Schnur. Würde reichen, um Moby Dick zu fangen. Ja, da wäre ich mir nicht so sicher, Nicole. Egal. So, dann haben wir das erstmal begutachtet. Kriegen wir denn jetzt hier... Den Deckel kriegen wir noch nicht ab. Okay. Gibt's hier noch irgendwas? Zylinderkopf. Naja, wir haben ja hier noch ein paar Möglichkeiten innerhalb des Raumes gehabt, uns ein bisschen umzusehen. Riss im Boden, Wand. Ich will mir erstmal hier die Wand angucken, weil diese Jacke doch sehr... Och, ein schönes Stück. Eine abgenutzte Arbeitsjacke. Rodeo Extreme. Ein Gürtel. Gürtel soll das sein. Achso, ja, macht Sinn. Sonst noch was? Haken. Der Haken, an dem die Jacke gehangen hat. Kriegen wir auch mit, sehr gut. So, was ist denn hier was in der Jacke drin? Die Taschen sehen voll aus. Ah ja. Da ist etwas in die Tasche gestopft. Und zwar? Ein Päckchen alter Filterzigaretten. Marlon Boho. Ah, Marlon Boho. Ich weiß, das ist schlecht für die Gesundheit. Ja, ach, eine Zigarette in Ehren hier. Wunderbar, noch ganz frisch der Tabak mit... Extremely Gold, also besonders leichte Zigarette wahrscheinlich. So, war noch was in der Jacke drin? Verschimmelt. Die Taschen sehen voll aus. Ich kann etwas fühlen. Ah ja, und zwar ein Wiesel. Nein, nur Streichhölzer. Er ist nagelneu. Jemand muss ihn erst vor kurzem eingeschlagen haben. Kriegen wir den hier irgendwie ins Brett gepopelt? War das so? Ah ja, ich habe mich doch erinnert, dass man mit dem Brett irgendwas machen musste. Da ist ein Haken am Ende, aber er dient nicht zum Fischeangeln. Nee, sondern als Armersatz, Nicole, falls du mal einen Arm verlierst, hast du so eine Hakenhand. Und das würde jetzt richtig toll aussehen mit so einem Brett einfach als Arm, aber naja. Okay. Jetzt haben wir hier noch diesen Riss im Boden vor uns. Bück dich, Nicole. Genau. So. Ah, da ist das Versteck drin. So, so. Ein Maulschlüssel ist in die Lücke zwischen den Brettern gefallen. Ja, und dann weiß ich auch schon, womit wir den da rauspopeln. Nämlich hiermit, mit unserem Hakenarm. So, haben wir auch Maulschlüssel. Der Ringschlüssel ist an einem Ende kaputt. Möchte ich aber nochmal wissen, was das hier mit diesem Zylinder oder mit diesem Motorzylinderkopf auf sich hat, weil ich habe jetzt hier einfach nur diesen Schaft mitgenommen. Der Schaft hat ein Gewinde mit einem Loch. Eine Sekunde. Ich habe mal in der Werkstatt meines Vaters einen alten Traktor gesehen. Der Schaft wurde dazu benutzt, den Zylinderkopf aufzuheizen. Ah, und da brauchen wir jetzt so eine Art Glühkerze oder Zündkerze oder sowas. Aber wir haben ja jetzt... Moment mal. Eine nicht brennende Zigarette im Schaft. Wie in einem Zigarettenhalter. Passt auch genau. Also Zigaretten haben genau die gleiche Dicke wie Zylinderkopf-Schäfte. Sollen wir die schon anzünden vielleicht? Ich schätze, ich kann ihn jetzt hintun, wo er hingehört. Ah, verstehe. Okay. Gut, also wieder rein damit. So. So, und jetzt habe ich auch schon die Idee, wie wir hier diesen Deckel abbekommen. Es hat nachgegeben. Jetzt wird es einfacher sein, das mit der Hand loszuschrauben. Klonk, okay. Gut, und ich habe noch eine Idee, das ist ja echt erstaunlich. Der Deckel ist wie eine Badewanne geformt. Wir haben ja hier dieses Loch in der Wanne und können das doch bestimmt hier abdichten. Das passt, ja. Als wäre es dafür gemacht. Ach, perfekt. So. Was haben wir denn jetzt noch zu tun? Habe ich hier noch was übersehen?